Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. Wir sind in der... Die vierte Mission für den Kult des Sturms. Die erste Mission, wo wir die Orks auf unsere Seite ziehen wollen. Vereinigung der Clans. Da hat letzte Woche in der ersten Folge dazu sich ein bisschen was Lustiges ereignet. Und zwar hat Azrak-Herrscher schon im zweiten oder dritten Tag einfach sich in Tod gestürzt anscheinend gegen unabhängige Einheiten und ist damit umgekommen. Somit ist ein Gegner direkt gestorben. Hier oben war der Anführer der Halblinge, den haben wir auch kurzerhand schon besiegt, sodass jetzt lediglich noch der Herr Olak bleibt, den wir jetzt diese Woche ausschalten wollen, wenn alles klappt. Weiterhin haben wir jetzt eine Heldeneinheit, die Schwester Tersia. Lustigerweise ist Schwester im Spiel immer der Vorname von ihr. Aber sei es wie es sei. Wir kriegen relativ viel Gold rein, haben hier noch unabhängige Städte von den Azrak, die wir noch käuflich erwerben können, anheuern können sozusagen, die dann uns im Kampf unterstützen. Das ist so der Plan für diese Woche. Hier alles kaufen, hier alles einnehmen. Er zaubert fröhlich hin und zieht Einheiten immer weiter zu seiner Hauptstadt zurück. Das ist nur bis zu gewissen Grad sinnvoll. Sobald hier eine Einheit nämlich außerhalb der Mauern steht, dann kann ich die einfach angreifen, ohne Angst haben zu müssen. Aber das sagen wir ihm jetzt mal nicht. Sonst würde ich sagen, haben wir hier jetzt eine dufte Truppe, die jetzt sich um diese Stadt kümmert. Machen wir taktisch. Die Schwester braucht noch viel Erfahrung, ne? Weil Talik hat schon wieder das Maximallevel erreicht. Aber die Heldin Schwester Tersia oder Schwester Esther noch länger nicht. Gut, das sind viele Fernkämpfer, da sind wir natürlich besser angeraten, wenn wir auf Terrain gehen, wo wir uns schneller bewegen können. Wenn man viele Fernkämpfer selber hat oder viele Nahkämpfer gegen sich, dann ist es meistens besser auf Terrain zu bleiben, wo man nicht so schnell unterwegs ist sozusagen. Aber wenn man selber schnell die Entfernung überbrücken will, will man natürlich einfaches Terrain sozusagen. Ich würde sagen, wir nutzen wie immer ein bisschen die Häuser hier als Deckung. Ich habe auch überlegt, sie kriegt auf jeden Fall noch extra Angriff, damit dieser Lebensdiebstahl besser genutzt wird. Und da kriegt sie auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir auch Angriffsfähigkeiten unbedingt geben müssen, aber es ist halt der Lebensdiebstahl sich ein bisschen mehr lohnt sozusagen. Ja, perfekt. Jetzt die Frage Zauberblitze. Gut, damit sollte der auf jeden Fall umfallen, genau. Kommst du zögerlich hier hin? Hast aber keine Punkte mehr übrig. Schade. Hätte mir einen richtig dicken Rundumangriff machen können. Die haben einen ziemlich hohen Angriff. Und noch durch Anführer, okay. Ich verstehe. Okay, das war leider zu erwarten. So, je nachdem wie sie sich verhalten. Ja, okay, die Fernkämpfer greifen immer im Fernkampf an. Können wir mit unserer Schwester Esther noch einen Kill abholen. Ja. Und zwar bei ihm. So, jetzt machen wir hier noch Heilkunst. Dass alle möglichst voll Leben haben. Ja, wenn man es manuell spielt, dann natürlich ordentlich. So, die behalten wir natürlich. Befestigen wir. Beziehungsweise brauchen wir das Geld erstmal anderweitig. Mal überlegen, schicken wir mal die schnelleren Einheiten vor. Die Stadt ist nicht sehr stark verteidigt. Du gehörst zur schnellen Truppe. Du eher zur langsamen. Du
sollst verteidigen, du den Wachturm einnehmen. Level 3 Djinn, wow. Und hier ist nochmal Zwerge. Das heißt, wir müssten möglichst die Stadt einnehmen. Ein Goldstück fehlt. Und wie viel kostet ihr? 195, okay. Da ist ein Feuerknoten, den könnten wir auch gebrauchen. Das Problem ist, der ist auf der anderen Seite, aber du schwebst doch. Ja, Schweben gibt es also doch schon. Ist aber, glaube ich, von der Mechanik her dasselbe wie Fliegen in dem Spiel. Okay, ziehen wir uns so weit zurück, dass der Zwerg uns nicht erwischt. Und dann könnten wir den kaufen, dann können wir den Zwerg killen. Ist auch noch ein Held. Bandier, der Feurige. Also wir müssten dann doch Einheiten hier auch noch vorhalten. Da müssten wir vielleicht sogar die Truppen, die wir da halt defensiv vorgesehen haben, jetzt woanders hinbringen. Nützt nix. So, genau, hier wollten wir gucken, ob wir den kaputt kriegen. Ja, easy. Dass wir dann eventuell später noch und dann später noch diese Stadt kaufen. Du solltest dort warten. Du hier. Mana kriegt man keins. Passt. Und oh, ist ja lustig, wie ihr euch aufteilt. Da denkt ihr echt, ihr habt eine Chance. Talik. Ehrlich, der Djinn wäre mir irgendwie wichtiger. Kostet sogar weniger. Du kannst sogar beides leisten. Sehr gut. Sind hier unten ein Haufen Zwerge, oder? Okay, da kann man auch noch mal eine Mine kaufen, sozusagen. Demnächst würde ich auch die Schwester eine eigene Armee anführen lassen. Wenn die noch ein Level abkriegt, dann kriegt die die Anführerfähigkeit und dann kann sie eine andere Truppe genauso gut anführen wie Talik. Also, dass alle den einen Angriffswert dazu kriegen, sozusagen. So, ich hoffe, das reicht. Eine Entfernung für den Angriff nächste Runde. Müssen wir vielleicht mal so machen. Bewegt euch einfach so weit, wie es geht. So. Ihr habt doch nicht sehr viele Fernkämpfer, ne? Einen. Gut. Wie sieht das hier aus? Schade. Nicht ganz in Reichweite. Hier vorgehen. An sich wäre es natürlich gut, wenn wir ihn mitten reinstürzen ins Gefecht. Das war nicht schlau. Die sind am verschmerzbarsten, würde ich sagen. Die Elefanten. Den verlieren wir jetzt. Verluste sind natürlich zu erwarten, wenn man so reinstürmt. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das anders machen soll, hier ehrlich gesagt. So, vielleicht hätte man auch erstmal Giftpfeile machen sollen. Und dann die Zauberblitze, ihr wisst. Giftschutz. Und sehr gut. Ja, dann machen wir die halt alleine platt.
Okay. Fernkämpfer, einige. Den Elefanten lassen wir einfach direkt raus aus dem Spiel, würde ich sagen. Ah, ein zu weit vorgegangen. Aus dem Blatt. Asrak, ne? Wow. Wir kriegen auch einen Lebenspunkt für jedes, für jede Medaille. Das ist, wenn man so wenig Lebenspunkte allgemein hat, natürlich äußerst hilfreich. Müssen uns so bewegen, dass wir am Ende auch wieder zurückkommen. 4, 8, 12, das geht. Fernkämpfer, wo ist denn der zweite? Ja. Hier hin, dorthin. Du kommst einfach hinterher, komm für einen Notfall. Ebenso du. Okay. Welcher Notfall? Gut, und die möchten wir am besten umsiedeln zu Menschen, dass die uns mögen. Wir ziehen uns jetzt hier erstmal zurück, dass wir hier eine starke Truppe bilden. So. Hier haben wir gesagt, hier ziehen wir uns ein bisschen zurück. Ich bin ein bisschen unschlüssig jetzt, ehrlich gesagt. Wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Die wehren wir jetzt ja hier ab. Hier wäre es schon gut, wenn man eine Einheit noch hätte. Der Djinn ist eine starke Einheit, aber der kann vor allen Dingen schweben, deswegen geht er dahin. Und hier ist noch nicht ausgebaut. Okay, schade. Basic-Truppe, würde ich sagen. Du bist hier Wache. Ist ebenfalls Wache. Wir haben nicht genügend Gold, um irgendwas zu machen, groß. Der hat 150 gekostet. Das haben wir nächste Runde drin. Die kann ich noch nicht kaufen, deswegen wartest du einfach. Okay. Was sie hier machen. Wollen anders vorbeirennen oder was? Viel Erfolg damit. Tja, machen wir erstmal das Einfache. Feuerknoten einnehmen. Jetzt haben wir richtig viel Mana. 20 bringt er uns, weil wir zwei Sphären dazu haben. Das heißt, wir könnten ein bisschen was zaubern demnächst. Was haben wir denn noch für dunkler Krieger, aber das ist ganz schön teuer. Und Wut bringt mir halt eine Verteidigung weniger. Angriffsstärke plus 2 ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Dafür. Ansonsten halt eine Spinne beschwören. 35. Können wir nächste Runde beginnen. Und vor allen Dingen gibt es ein paar mehr Forschungspunkte. Ja, ungefähr so. Ja. Ja, so finde ich gut. Speichere alles, ihr wisst. Man kann nie wissen. So. Wahrscheinlich wollen die irgendeiner Stadt in den Untergrund fliehen. Aber lassen wir euch natürlich nicht hinkommen. Eins zu weit. Die
der ist mit 28 nämlich auch nicht so langsam. Der hat 26, der hat auch 28. Nee, der hat auch nur 26. Interessant. Dass es allgemein so viele verschiedene Bewegungsgeschwindigkeitszahlen gibt. Weil bei Age of Wonders 2 da nicht so. Da gab es eigentlich immer die 20 und 24 für die normalen Infanterieeinheiten und dann die 32 und 40 für Kavallerieeinheiten. Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Okay, jetzt haben wir hier ein gewisses Problem. Eigentlich wäre es richtig geil, wenn der sterben würde jetzt. Könntest du nämlich hier hingehen. Und hier hingehen. Und einmal ausrasten. Geil. Du fällst dir in den Rücken. Und das war's dann eigentlich schon. Du könntest vielleicht den noch blockieren. Dann holst du dir dann da die Erfahrungspunkte ab und wir heilen unseren Anführer noch hoch. Easy. Na, die Zeit haben wir. Wer bist du denn? Nice. Kann man es mal merken, sie hat jetzt 54. Jetzt wäre es eigentlich schlau, wenn wir dann demnächst die nächste Stadt einnehmen. Okay, so können wir erstmal stehen bleiben. Siehst du, hier haben wir jetzt genügend Gold. Beziehungsweise da müsste ich erstmal im Untergrund gucken eigentlich. Akzeptieren. Und 8, akzeptieren. Die kommen auf jeden Fall in die Oberfläche und hier gucken wir mal. Du hast doch bestimmt Nachtsicht. Ja. Zwerge. Wie viele Fernkämpfer? 3. Nachtsicht. Tja. Die kriegen wir jetzt so nicht. Beziehungsweise, Moment. Da muss der Djinn kommen. Dann kriegen wir das auch hin. Hier machen wir jetzt eigentlich immer Autokampf bei sowas. Da habe ich jetzt keinen Nerv. Jetzt primär eigentlich noch auf die Verbesserung meiner Heldin da. Du musst noch eine Runde warten. Ach ja, was soll's, komm. Eigentlich wollte ich da. Wollte ich da die Schwester Tersia die Erfahrung holen, aber wenn die schon einmal so gut dastehen. Wenn der Djinn kommt, brauchen wir hier auch nicht groß weitere Kavallerieunterstützung. Die kann man dann hier mit hinschicken zu der Truppe. Würde ich sagen. Und wenn ich den hier habe, den schicke ich dann mit zur Hauptgruppe, würde ich sagen. Also warte mal. Dich können wir mal ganz klassisch als. Du könntest noch hier vorrücken. Befestige dich mal. Und du befestigst dich auch mal. Das ist wichtig. Kann man noch nicht. Zaubern, nächste Runde. Genau, die hat das Level Up, bekommt jetzt den Anführerskill. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Verteidigung skillen, aber die kann jetzt quasi. Ja, der 32 Bewegungspunkte, die könnte quasi die langsamere Truppe anführen.
Ja, mit denen noch. Guck an. Jede Menge Zwerge. Dann mal gucken, wie wir das hier machen. Jetzt können unsere Helden eigentlich fast alleine. Ja, es wäre ganz gut, wenn die anderen aber auch noch ein bisschen Erfahrung kriegen, ne? Die Einheiten. Der Ork-Kriegsherr wäre eigentlich ganz cool. Reicht nicht ganz. Zu Nahkampf gehen, komm. Sehr gut. Giftangriff. Und hol dir die Erfahrung. Sehr gut. Zum Menschen. Wir wollen uns mit Menschen gut verstehen. Im Moment zumindest. Mal gucken, wie wir jetzt gleich damit umgehen. Die müssen wir auch noch umsiedeln. Das mache ich zuerst, weil es einfach deutlich schneller geht. Dann müsst ihr halt mal so lange hier warten. So, du wolltest in den Untergrund helfen. Gegen die befestigte Stadt da unten. Produzieren fröhlich weiter. Müssten wir aber trotzdem schaffen eigentlich. Noch andere Einheiten, die wir bewegen können, erstmal hier, ne? Ja. Holy shit. Warum leuchtet ihr so? Goldenes Zeitalter oder sowas. Die kriegen wir alleine nicht so platt. Mit denen vielleicht schon. Mit allem, was hier so rumsteht. Können dann auch noch die Leute dazu holen. Immer noch nicht. Ja, dann müssen wir überlegen, was wir mit unseren Anführern noch machen. Wir könnten auch einfach direkt zur gegnerischen Hauptstadt gehen, ne? Wenn man ehrlich ist. Wenn man ganz ehrlich ist. Wie viele Einheiten müsste ich hier stehen lassen, dass es noch versklavt ist? Unruhe. Noch so ein Reiter wahrscheinlich. Unterdrückt, genau. Okay, und das ist eigentlich eine dufte Truppe, um hier nochmal die Städte einzunehmen. Zumindest die. Und dann könnte man überlegen, in den Untergrund zu gehen oder oben zu bleiben. Ja, hier müssen wir noch warten. Das weiß ich, man könnte ja mal gucken, was passiert, wenn ich den Bogenschützen schon mal rausnehme. Stabil, das reicht also auch. Kann der schon mal vorgehen, weil der langsamer ist. Okay. Zaubern. Hat auch noch 10 Zauberpunkte. Aber die kostet Unterhalt. 17. Interessant. Aufwand. Upkeep. Interessant. In späteren Spielen, dass die Helden umsonst sind. Die bringen uns jetzt nämlich aber Magie wenigstens.
ihr Kraft. Talik 10, Schwester 5. Folge 29. Okay. Ja, ein bisschen Geld übrig, das sollten wir ausgeben. Um die Städte zu befestigen. Okay. Befestigen. Die siedeln erstmal um. Gut. Ich finde die Musik einfach so cool von Age of Wonders 1. Ich muss jetzt ehrlich mal zugestehen. So simpel, aber irgendwie catchy. Die eine Stadt hat rebelliert. Reicht das, wenn die hier stehen? Nee. Das, mehr habe ich jetzt aber hier nicht. Reicht alles, was ich habe, um irgendwie eine Chance zu haben jetzt. Gegen die. Das sind jetzt auch schon. Oh, was? Da ist noch eine ganze andere Truppe voll. Gut, Kommando zurück. Wir verteidigen uns nur. Hier ist es die gute Frage. Wie lange braucht ihr noch? 2 Runden. So lange müsste man jetzt noch warten. Da könntest du auch mal vorrücken. Ziemlich viel Geld übrig. Okay, wieder eins zu weit vorgegangen, aber wenn es immer nur ein Fernkämpfer ist, ist okay. Gucken wir mal, ob wir dann so einen ziemlich guten Rundumangriff hinlegen können. Also der ist ja in dem Spiel echt deutlich besser als im Nachfolger. Weil die Einheiten alle viel weniger Lebenspunkte haben. Klassischer Fehler. Erst vergiften, dann Zauberblitz. Ja, good luck. So. Gut. Jetzt kriegt die Schwester hier noch einen Hit hin. Super. Brauchen wir den einen Elefanten hier? Ja. Wäre ich dann lieber. Beziehungsweise kannst du nicht. Nee, kommst nicht rechtzeitig. Den Elefanten nämlich hier einsetzen, mal die Sachen einzunehmen. Wir kümmern uns um diese Stadt. So. Du kannst auch Mauern erklimmen und du kannst ihn dann heilen zur Not. So. Ah, nicht klug hingestellt. Kann man vermeiden. Ist aber freundlich, dass ihr rauskommt. Au! Die haben einfach nicht viel Leben, ne? Relativ fragil, generell. Das hätte man eigentlich besser. Was ist jetzt passiert? Ach, der steht hier oben, deswegen. Wenn es jetzt drauf angekommen wäre, hätte man das auch besser lösen können. Umsiedeln zu Menschen. Okay. Mal gucken, die brauchen noch 3 und dann müssen wir jetzt wirklich mal eine Runde ein bisschen abwarten hier. Sonst verteilen wir unsere Einheiten zu sehr.
Sache ist, die produzieren halt ja auch immer mehr, ne? Wäre einfach gut, diesen Helden loszuwerden, ehrlich gesagt. Vielleicht hat er ja auch noch einen Gegenstand, den man irgendwie abholen kann. So, hier ist eigentlich wichtig, dass wir unsere Fernkämpfer-Dudes einigermaßen safe halten. Dafür laufe ich eigentlich total blöd gerade, aber ist okay. Astrak-Reiter sind echt hart. Irgendwie ein bisschen mehr Stats, oder? Kann es daran? Kann es nur daran? Das Gute ist, dass die noch so weit verteilt sind. Im besten Fall killen wir jetzt alle oben die Dreiergruppe, bevor die unten überhaupt zum Angriff kommen. Der schlaue Move vom Gegner wäre, sich jetzt quasi zurückzuziehen und mit der anderen Gruppe erst zu vereinen, bevor man irgendwelche Quatsch macht. Ah, das kriegen wir nicht hin. Ist es an dir oder an den anderen? Gut. Oh, wie viel Verteidigung hat er? Nur 3. Dann plätte ihn halt. Eigentlich ganz gut. Jetzt hier auch noch so hinstellen. Okay. Und die 2 Nahkämpfer hängen wahrscheinlich hinterher. Geht so. Geschichte. Hier bleibt mir schön defensiv. Kannst du noch Heilkunst? Wo ist denn der? 26, na dann gehen wir dahin. Heilen wir ihn. Du bleibst mal. Okay. Du Schwindel, du bleibst nur noch ein bisschen zurück. Wenig Leben und Schwindel. Ich versuche jetzt auf den da hinten zu gehen. Ist geil. Statt einfach generell versuchen, irgendwas zu lösen. Interessant. Beste Mal können wir den jetzt einfach wegbolzen. Komm schon. Danke. Danke. Du gehst für ihn. Ja, das macht halt Schwindel, ne? Das stirbt er wahrscheinlich. Ja. Oh nein! Okay. Er stirbt. Du hast schon eine Silbermedaille und kriegst nicht demnächst die goldene. Du könntest früher oder später dann die Silbermedaille kriegen. Ändern. Wir sind damit menschenfreundlich genug gestellt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde eigentlich hier noch gucken, was da ist. Wie viele Einheiten benötigen wir? Unruhe. Unruhe.
Unruhe. Immer noch eine Unruhe. Drückt. Dann machen wir das so vielleicht. So. Unruhe, ey. Hört mich doch vor albern. Okay, hier mussten wir abwarten, ne? Das war die Devise. Ja, müssten eigentlich überall abwarten jetzt, dass die Städte umgesiedelt werden. Wie sieht es aus mit Gold? Wir können jetzt die Asrak-Geschichte aufwerten, ne? Wir haben jetzt überall eigentlich die Mauern errichtet oder sind dabei, sie zu errichten. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich hier hingehen und die Stadt aufwerten. Ta-ta-ta-ta! Hier könnten wir auch, wenn wir wollten, irgendwas Cooles machen. Wollen wir jetzt aber nicht. Bringt uns Gold und das ist auch gut so. Ja, viel hat er nicht mehr. So. Ja. Versklavt. Eine Runde dauert es nur noch. Oh, hi. Sowas von. So ein Gefängnis, was man eventuell nehmen könnte, wenn man das will. So richtig Interesse habe ich da nicht. Ja. Ihr seid einfach hier wachen, ihr seid zu langsam und die Asrak-Reiter kommen damit nach vorn. Du ebenso. Du nimmst hier noch die Mine ein. Zwei Runden. Mit den einen Reiter noch mit rausnehmen. Ja. Dann könnt ihr mal zusammen die Stadt einnehmen gleich. Hier wartet, du kommst hier zurück. Immer noch nicht freundlich genug gesinnt. Okay, da möchte ich hin. Ohne möglichst von den Schatten gekillt zu werden. Okay, wenn die dann nicht mehr versklavt sind, könnte ich dann auch den... Muss man das manuell machen oder machen die das auch von Hause aus einmal pro Runde? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das nicht manuell machen müsste. Gut. Gut, sprach Knut. Ich will schon jetzt die Runde eigentlich beenden. Da sehe ich keinen Grund, das nicht zu machen. Das wenden wir dann gleich noch an. Guck mal, jetzt müssen wir noch mehr. Genau, jetzt müssen wir Luftsachen. Eile ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, ne? Kettenblitz macht richtig Aua. Ich bin eine. Ich die Mann wieder. Untersuchung des umliegenden Geländes. Das klingt interessant. Aschewolke, Feuerhauch. Ach, man kann einfach alle direkt. Interessant. Greift die Einheiten alle sich in der Nähe ein Lebewesen wahllos an. Okay. Das ist interessant. Man kann dann einfach alle Skills, alle Zauber, die es das ergibt. Haben wir da eine Mauer drum gebaut? Mögt ihr uns das mehr? Nee. Nicht genug. Ja, genau. Also die Schwester eigentlich alle Kills kriegen. Wird eigentlich gut möglich sein. Jetzt mal gucken, gibt es einen Hotkey für nächste Runde? Escape irgendwie, oder?
Ah, STRG Enter. Ah, hier, manchmal komme ich, weil das im Dingsmodus ist, komme ich dann so raus und komme nicht ans Klicken. Wasser gehen deutlich schneller. Versklavt, okay. Jetzt werde ich dort schon mal zurückgehen. Reicht ihr aus? Ja. Können wir dann die nächste Runde mit der ganzen Gruppe nach Norden gehen. Ich kann mir hier sogar noch den Kriegsherr mit drüber ziehen oder so. Unterdrückt, das reicht. Die Kavalleristen kommen auch mit. Also hier müsste man noch befestigen. Hier mit Aufwerten aus, ist durch soweit. Okay, ich habe ein bisschen Schiss hier mit in den Schatten. Du kannst nichts machen, du nicht. Ihr seid umgesiedelt, das heißt. Interessant. Okay, also hier ist diese Gruppe unterwegs, unterirdisch. Du bleibst hier mal die Wache. Wir können jederzeit aus dem Untergrund wiederkommen. Nächste Runde muss ich das gucken. Du musst da noch stehen bleiben, du musst stehen bleiben. Ja, damit sind wir durch, würde ich sagen. Jede Menge Geld übrig. Nächste Runde ist die Aufwertung fertig. Wir können natürlich auch hier anfangen, mal eine Menschenstadt aufzuwerten, um einfach zu sehen, was es so für Einheiten gibt. Ich könnte noch eine Spinne beschwören. Das habe ich ja im Anschlag. Nicht reicht Magie jetzt, auch wenn wir jetzt Kraftverteilung nochmal zur Forschung. Ja, das sollte reichen. Die sind zu Menschen umgesiedelt. Die müssen uns doch jetzt mögen. Das Problem ist, dass die kriege ich nie rechtzeitig rüber. Ihr könnt einfach hier wachen sein und du auch. Kostet zwar eh der Runde Geld, aber das Handwerk ist ihn. Unterdrückt sehr gut. Wer ist langsam? Du bist höchstens langsam. Okay. Die schicken wir mit. Ja, du bist nicht langsam, zu langsam sozusagen. Du kommst auch noch mit. Jetzt haben wir da noch eine dufte Truppe. Okay, jetzt haben wir nicht mehr genügend Geld wegen dem Kauf. Wenn ich das lösche, müsste ich doch ja ein bisschen Geld wieder zurückkriegen. Ich möchte nämlich hier die Stadt noch auf die Stufe 3 aufwerten. Okay. Jetzt habe ich nicht genügend Geld, um Zauber zu kaufen. Da warte ich mit dem auch lieber nochmal ab. Okay, einfach gucken, was es da noch so gibt. Gut. Ja, was soll's. Machen wir die Spinne einfach mal. Kann nicht schaden. Befestigen. Gut. Nächste Runde. Gucke ich, ob ich dann zu dem Zauber-Dingsbums komme. Hundtöte vernichten, ja, meinetwegen. Kaufe ich. Ich kaufe alle im Endeffekt. So, du bist umgesiedelt, fertig. Ihr bleibt hier, ihr nicht. Warum mit ihr einfach links liegen lassen? Ich weiß nicht.
Könnte ein bisschen riskant sein. Die müssen wir schon ausschalten. Die können Feuerkanone. Ja, das habe ich befürchtet. Das macht ordentlich Bumm. Problem wird sein, die rechtzeitig auszuschalten, bevor sie wirklich großen Schaden anrichten. Und die würde ich links liegen. Nee, das sind drei Kanonen. Stufe 3,5? Stufe 2,5, okay. Können wir uns hier so ein bisschen verstecken. Du kommst noch ein bisschen weiter vor. Auch. Du auch. Versuchen wir es mal so. Au. Ne, das habe ich so befürchtet. Müssen wir mal gucken, dass wir... Die Heldin können wir eigentlich heilen, würde ich sagen. Und dann schicken wir sie nach vorn. Gut wäre so ein Kanone eigentlich zu verstricken, also ein Netz zu vernetzen sozusagen. Wenn die Spinne rankommt. Nee, bei weitem nicht. Heilkunst. Keine gute Position. Das ist eventuell ein Fehler. Schicken wir mal hin, um einfach so als Ablenkungsgeschichte auch. Sogar. Statt einfach zu schießen. Interessant. Wenn die etwa den Elefanten da hinten, der irgendwie low ist oder was? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Auf jeden Fall ausschalten. Ja, also semi-erfolgreich jetzt. Gut, machen wir es so. Wow. Longshot. Wir wollen uns auf jeden Fall noch jede Menge Erfahrung sichern mit der Spinne. Okay. Wollte ich gerade sagen, mit der Spinne, wenn das Vernetzen immer klappt. Welche Einheit kann jetzt noch? Keine, okay. Komm schon, Netz ihn nochmal. Sehr gut. Kann ich noch ordentlich Erfahrung jetzt zum Schluss. Nochmal. Easy. Müssen wir jetzt natürlich auch einnehmen.
Dann mit jemandem, der das auch kann. Sonst meckern sie wieder rum. Oh, das ist doch neutral, oder? Dann lassen wir das mal und danach siedeln wir um. Menschen. Interessant. Unruhe. Tja, so leicht kriegt man da keine Ruhe rein, ne? Es läuft gut. Machen wir hier weiter. Die Stadt noch ein. Zwei Fernkämpfer. Die brauche ich den extra Angriff. Ich würde das so machen, dass ich jetzt in dem Level extra Angriff brauche, glaube ich, 15 Punkte. Würde ich jetzt 5 nochmal in einen defensiven Skill investieren und dann halt 5 Punkte sparen sozusagen. Umgesiedelt, okay. Befestigen. Die einfach mal in den Untergrund. Ich meine, was soll's? Unten auch ein bisschen in Schach halten. Ihr habt euch schon bewegt, okay. Sieht hier aus, okay, wird noch aufgewertet. Ja. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ich denke, die Mission beenden wir noch die Episode. Ist jemand schnell genug, um die Mine einzunehmen? Nein. Nächste Runde. Du willst etwa in den Untergrund fliehen? Das hast du dir so gedacht, ne? Bro. Wir fangen dich einfach vorher ab. Mach halt automatisch, ist mir doch egal. Genau. Level up. Und extra Angriff braucht. Genau. Und dunkler Krieger ist genau sowas. Schaden gegen Mächte des Guten, gegen die wir sehr viel kämpfen. Auch gut in der Offensive. Wir machen aber jetzt erstmal noch eine Verteidigung. Und den Rest heben wir auf, dass sie das nächste Mal den extra Angriff kriegt. Verdampfen habe ich erforscht. Super. Das mit der Eile ist spitze. Das ist nochmal eine Verzauberung, die sich auf jeden Fall lohnt. Das wäre jetzt ein Snipe-Trupp, ne? Die sind aber allesamt sehr langsam. Ich würde das einmal probieren, aus Spaß. Wenn jetzt quasi nur... Du. Du. Und natürlich der Flieger kann natürlich hier rüber fliegen. Wenn wir jetzt einfach mal versuchen... Anführer zu snipen. Das wäre doch ulkig, wenn das klappt. Jetzt zu weit. Wir können auch die Einheiten hier oben wahrscheinlich alle kaputt schlagen, nachdem was der Anführer so an Skills hat. Die drei Leute da unten, die kommen nie rechtzeitig. Okay, das ist ein bisschen eine eklige Geschichte. Schade. Zwei, drei Runden versteckt. Au. Versuchen den Anführer zu snipen, so wie wir, nur dass sie es nicht schaffen. Sehr gut. Der
Töten wir jetzt noch die kleinen Einheiten? Ja, sollten wir ignorieren. 7 Verteidigung ist natürlich auch nicht ohne. Müssen wir schon am besten mit dem angreifen, dass wir den vergiften. Genau, und jetzt wäre es gut, wenn du hier den Kill abholst. 10 Leben ist natürlich auch nicht so wenig. Versuch's. Okay, dann muss ich's machen. Keine Erfahrung, aber er ist besiegt. Orlak ist besiegt worden. Am Tag 25 wurde das Reich der Zwerge angeführt von Orlak besiegt. Super! Also wir sehen, die Zwerge waren eigentlich bis kurz vorm Schluss ganz weit oben von den Stats her, aber wir haben ja nach und nach die Azrak-Städte gekauft. Die waren direkt in Runde, ich kann es gar nicht sehen, zumindest direkt am Anfang weg. Die Halblinge auch relativ schnell. Die Zwerge hatten halt einen besseren Startpunkt. Aber ihr seht hier, das war noch die vorletzte Runde, dadurch, dass wir da noch eine Stadt oder so eingenommen haben, war es dann einigermaßen ausgeglichen und dann haben wir halt den Anführer gesniped. Cool. Fressgier. Vereint schwärmen die Orks über das Schlachtfeld. Die Zwerge fliehen und die Städte der Azrak fallen den hungrigen Horden zum Opfer. AKA meinem Geldbeutel. Mein Ziel habe ich erreicht, doch nicht etwa Siegesbeute. Was? Mein Ziel habe ich erreicht, doch nicht etwa Siegesbeute, sondern eine von Blutlust verzerrte Nation. Und schon gelüstet es den Orks unter dem Banner des Kults nach neuen Opfern. Dann hörte ich, dass der jahrhundertealte Zwergenheld Bormak, Leute, Orkban, den kennen wir auch aus Age of Wonders 2, Shadow Magic und Age of Wonders 3. Dem Kult entkommen ist und die Goblin-Knechte zum Aufstand aufgehetzt hat. Echt? Die Goblins haben wir doch gerade befreit und damit meine Reise durch die Aschesteppe gefährdet. Ich werde beide Regionen sichern. Okay. Als nächstes kommt Goblin-Revolte. Gerade mit Goblins zusammen kooperiert, schon sind die wieder am Revoltieren, am Revolution machen. Naja, dann heißt es wohl nächste Woche erstmal wieder Goblins schnetzeln und Zwerge. Goblins und Zwerge. Unter Bormak. Bin ich mal gespannt, ob wir Bormak wirklich hier killen. Eigentlich lebt er ja weiter, ne? Also der hat sogar eine tragende Rolle bei Age of Wonders 3, wer sich erinnert. Bei der guten... Im guten Weg von Sundren, ne? Im Feldzug des Elfenhofs, den guten Weg, Mission 5, spielt man Bormak. Gut, Freunde, bevor ich jetzt hier noch groß ins Erzählen komme, sage ich einfach wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen oder einen Kommentar. Genau, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!